Münsteraner Künstlerin Ulrike Franz malt schon, seit sie denken kann. Ob Hunde, Katzen oder Schweinchen, Tiermotive bilden den Schwerpunkt ihrer Kunstwerke. Ganz nach dem Motto tierisch-tierisch plante die Künstlerin, ihre eindrucksvollen Werke ursprünglich im Mai im Benno-Haus auszustellen. Leider musste die Vernissage Corona-bedingt auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Ausstellung ist im Prinzip eine Zusammenfassung oder ein Höhepunkt nach 10 Jahren Malen. Ich bin kein Typ, der andauernd und immer mal, sondern immer in Schüben. Die Begeisterung hat sie über Jahre hinweg begleitet. Im Laufe der Zeit haben sich so diverse Techniken entwickelt, die heute zahlreiche ihrer Bilder zieren. Liebhabereien haben sich herauskristallisiert. Zum Beispiel male ich sehr gerne mit Acryl. Das habe ich immer schon gerne gemacht, schon zu Schulzeiten. Ich bin in Berlin geboren, habe da an einem Malwettbewerb teilgenommen. Und da erinnere ich mich, das war ein Bild aus Acryl. Und ansonsten eben gerne Buntstifte oder Bleistift. Die Entstehung eines Bildes besteht dabei aus vielen unterschiedlichen Zwischenschritten, die es ermöglichen, aus einem Original viele andere Versionen des gleichen Motivs zu verwirklichen. Die Künstlerin erklärt uns, was genau die Menschen an ihren Werken fasziniert. Ich glaube, dass die auf den Punkt funktionieren. Also die meisten Leute auch ansprechen, also nicht nur mich, sondern eigentlich am besten gelungen sind. Beliebte Motive, wie zum Beispiel die Katze oder den Leoparden, gibt es also in Form von Fotos, auf Jutebeuteln, zum Ausmalen in Form eines Malbuchs und neuerdings auch als Mund-Nasen-Schutz. Ich habe mit dem Benno-Haus besprochen, dass wir warten, bis man ein Gefühl dafür hat, ob es in der Gesellschaft oder generell wieder ein Interesse daran gibt, sich in größeren Gruppen zu treffen. Da muss man einfach abwarten. Aber die Vorfreude bleibt bestehen, denn Interessierte können sich auf einen neuen Termin der Ausstellung freuen.